Hallo, mein Name ist Lukas Maximowski. Ich bin Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Und der Tristan hatte mich gefragt, das ist wahrscheinlich ein Krankenpflegeschüler, wie es so aussieht auf einer Intensivstation bezüglich Anleitung, wichtiges Vorwissen und auch, ob er als Schüler richtig mitarbeiten kann auf einer Intensiv. Fangen wir an. Ich glaube, dass viele Schüler, die wissen, dass sie auf eine Intensivstation kommen, ich weiß nicht, ob das jetzt inzwischen ein Pflichteinsatz ist für alle, so ein Mischgefühl haben. Ja? Also einerseits hast du immense Vorfreude darauf, endlich in einen Funktionsbereich reinzugehen. Auf der anderen Seite hast du vielleicht Angst. Die Patienten sind total verkabelt von oben bis unten. Ja, ein Turbus drin, Dialyse und noch zwei ZVKs in den Patienten. Dann sind sie ja instabil, komatös. Du kannst nicht wirklich mit denen reden, du weißt nicht, was sie haben. Es macht manchmal den Eindruck, dass das Intensivpflegepersonal ein bisschen arrogant ist und man davor Angst hat, da sich irgendwie zu blamieren, weil man nicht alles weiß. Wenn das bei dir der Fall ist, dann kannst du solche Sorgen und Ängste in dem Erstgespräch auf der Station klären. Und ich kann dir sagen, dass wahrscheinlich alle mit einem gemischten Gefühl in die Intensivpflege reingegangen sind. Und den einen hat es dann gefallen und sie sind da geblieben und den anderen halt nicht. Aber die Pflege ist so ein Riesenbereich, dass du auf jeden Fall deine Nische finden wirst. Okay, Tristan und alle anderen, fangen wir an mit der Anleitung auf Intensivstation. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Bei der Anleitung ist es so, dass du als Schüler, so habe ich es kennengelernt, nicht alleine läufst, sondern du bist immer mit den Examinierten zusammen. Bei der Patientenversorgung, Grundpflege und allem anderen ist immer einer mit dabei, der mit dir zusammenarbeitet und eigentlich machst du keinen Patienten alleine. Man könnte vielleicht sagen, nach 5-6 Wochen kannst du einen super stabilen Patienten mal alleine versorgen und einer guckt halt immer rüber. Das ist aber von Schüler zu Schüler unterschiedlich und wenn du mal keinen Patienten alleine machen darfst, dann ist es halt so, ist aber nicht schlimm. Es gibt Einarbeitungskonzepte für Schüler, haben einige Intensivstationen, frag danach. Dann vielleicht gibt deine Schule dir so einen Lernzielkatalog, was alles für Tätigkeiten oder Themen du in der Intensivpflege vertiefen könntest. Was du auf jeden Fall bei der Einleitung machen könntest, ist dich richtig in die Geräte einweisen lassen. Also die Monitore, da brauchst du eine Einweisung für, wenn du auf der Intensivstation bist, weil du sonst nicht mal einen Alarm verstellen darfst, du darfst nichts quittieren und so weiter und so fort. Darfst du vielleicht auch so nicht, je nach Intensivstation. Also lass dich in die Geräte einweisen, Infosomaten, Perfusoren und so weiter. Zeig viel Interesse, frag viel nach, ja, frag den Personal Löcher in den Bauch, damit du möglichst viel lernst in dieser Zeit. Ich habe des Öfteren schon gehört, dass Schüler sagen, sie haben auf der Intensivstation in diesen 6 Wochen mehr gelernt als in einem Jahr auf der Normalstation. Irgendwo traurig, ja, aber das ist das, was mir persönlich gesagt worden ist. Du solltest auch mit deinen Anleitern abklären, ob es gewisse Regeln gibt auf der Intensivstation. Also was darfst du und was darfst du auf keinen Fall? Also wovon sollst du die Finger lassen, wie zum Beispiel Beatmung? Was noch? Genau, frag nach bei Reanimation zum Beispiel. Erstens frag noch, ob du dabei sein darfst, sollte aber eigentlich selbstverständlich sein. Und wenn eine Reanimation ist, wo du dich dann hinstellen sollst oder, je nach Intensiv, ob du auch mitmachen darfst. Also zum Beispiel mal eine Thoraxkompression. Halten die einen so, die anderen so. Muss aber auch selbst wollen, klar. Sag, wenn du mit irgendwas überfordert bist bei der Anleitung, also wenn irgendwas viel zu hoch für dich ist, dann sag das. Mach deine Pausen. Ja, also nach 4 Stunden Arbeitszeit auf jeden Fall halbe Stunde Pause machen, ein bisschen abschalten auch in dem Moment, je nachdem, was du ein Typ bist. Was du auf der Intensivstation gut vertiefen kannst, ist die Hämodynamik, also Vorlast, Nachlass, Kontraktilität und wie man die beeinflussen kann, das wissen die Intensivpflegenden in der Regel ziemlich gut. Dann die Atemphysiologie, also Atemwege und Gasaustausch, wissen wir in der Regel ziemlich gut. Und wir können dir auch verschiedene Medikamente erklären und den Ablauf der Reanimation, warum wir was machen, warum es so läuft. Okay, Vorwissen. Was solltest du wissen, bevor du auf eine Intensivstation kommst? Setz dich da nicht unter Druck, Tristan. Also du sollst die Intensivpflege
kennenlernen und nicht erlernen. Also du musst nicht jetzt, keine Ahnung, schon was wissen über Hämodynamik, über Beatmung, über Blutgasanalysen und so weiter. Ist nicht zwingend nötig. Wenn das irgendeiner von dir erwartet auf der Intensiv, ich weiß nicht. Also ich persönlich würde es nicht erwarten, aber ist meine persönliche Meinung. Was du im Hinterkopf halten solltest, ist, wenn du auf einer Intensiv bist, dass Sterben, Tod und Leid auf der Intensivstation öfters sind als auf der Normalstation. Also es kann sein, dass du eventuell hier an deine Grenzen kommst, setz dich nochmal ein bisschen mit der Ethik auseinander, vor allem mit dem Bereich, was ist medizinisch möglich und was ist medizinisch sinnvoll, beziehungsweise menschlich sinnvoll für den Patienten. Da kann es sein, dass du auf der Intensivstation vielleicht ein paar Sachen siehst, die du nicht so verstehst. Es gibt Leute, die belastet das mehr, es gibt Leute, die belastet das weniger. Ich weiß nicht, was für ein Typ du bist. Und diese ganzen medizinischen Sachen wie Beatmung, BGA und Hämodynamik, du bist nur ein paar Wochen auf der Intensiv, also du kannst da vielleicht an der Materie ein bisschen ankratzen, aber lernen bis ins Tiefste wirst du wahrscheinlich nicht. Aber gut, wie gesagt, jeder ist da ein bisschen anders. Umgang mit schwerkranken Patienten in besonderen Lebenssituationen. Ja, also in meinen Intensivbüchern ist das so ein Thema, so ein Unterthema, was man sich durchlesen kann. Kann ich dir vielleicht noch empfehlen, muss man in deinen Büchern gucken. Das Erlernte von der Normalstation vertiefen. Und vor allem, was mir persönlich aufgefallen ist bei den Schülern, ist, dass sie keine Infusionen richten können. Also im dritten Ausbildungsjahr, weiß nicht, ob man das erwarten kann, aber ich konnte es damals im ersten Ausbildungsjahr schon, wo es mir beigebracht wurde, Infusionen richtet. Und ich habe jetzt mehrfach schon erlebt, dass Schüler Infusionen nicht richten konnten, weil sie es auf Station nicht gezeigt bekommen haben. Es ist nicht Schuld der Schüler, ja, wahrscheinlich wird auch die Anleitung ab und an nicht so mega gelaufen sein, aber ich finde, Infusionen richten sollte man eigentlich schon können. Wenn du es nicht kannst, dann kommen wir jetzt zu dem, was du machen kannst, im Sinne von Mitarbeiten auf der Intensivstation, Infusionen richten. Dann lernst du es nämlich. Ja, wir müssen sehr viele Infusionen fertig machen für unsere Patienten. Auch wenn es weniger sind als auf der Normalstation, sind es deutlich mehr Infusionen pro Kopf. Du darfst mit uns die Grundpflege machen. Du wirst dann sehen, wie eine Grundpflege auf der Intensivstation abläuft. Mit Mundpflege bei Intubierten, Augenpflege, Nasenpflege, mit Durchbewegen, mit Prophylaxen, mit Mobilisieren von beatmeten Patienten, auch in den Stand und so weiter. Da kannst du uns ordentlich mithelfen und auch deine Erfahrungen dann sammeln. Vitalzeichenkontrolle wirst du kaum machen müssen, weil alle Patienten am Monitor sind. Blut abnehmen aus dem ZVK oder einer Arterie. Dann Hilfestellung bei der Körperpflege bei Patienten, die was fitter sind, kannst du machen. Infusion vorbereiten hatte ich schon. Dann die Ernährungssysteme vorbereiten. Ich weiß, es ist jetzt nichts Großartiges, aber das kannst du machen auf der Intensivstation. Dann deine Runde machen. Also es gibt Intensivstationen, da wird stündlich die Vitalzeichen aufgeschrieben. Es gibt Intensivstationen, da wird es zweistündlich aufgeschrieben. Das kannst du dann machen. Also Blutdruck, Puls, Temperatur, Ausfuhr, Einfuhr und so weiter. Und es gibt Intensivstationen, da musst du es gar nicht mehr aufschreiben, weil das einfach automatisch läuft über ein Computersystem. Dokumentation darfst du machen auf der Intensiv. Die hat andere Schwerpunkte als auf Normalstation. Verbände darfst du machen, je nach deinem Ausbildungsstand. Den Patienten beim Essen helfen. Absaugen. Absaugen kannst du sehr gut auf der Intensivstation lernen und mitmachen. ZVD messen. Ich weiß nicht, ob man das auf einer Normalstation noch macht. Also ZVD messen ist ja in der letzten Zeit so ein bisschen out, weil man den Volumenstatus halt durch den ZVD nicht bestimmen kann, was Studien gezeigt haben. Aber zum Beispiel bei herzchirurgischen Patienten macht der ZVD durchaus noch Sinn. Perikardtamponade oder sonst was, dann steigt das ZVD halt an, dann siehst du das. Aber ich schweife ab, ist jetzt zu viel. Umgang mit Infusomaten und Perfusoren, das kannst du vertiefen. Bei einer Reanimation mitlaufen, also wenn du ein Reha-Team bei dir im Haus hast, dass du dann fragst, ob du mitlaufen darfst zu den Reanimationen und dir mal anguckst, wie das läuft. Und bei allen Tätigkeiten, die du machst, habe ich es so erlebt, dass die Aufsicht durch das Intensivpflegepersonal strenger ist, weil die Patienten halt deutlich instabiler sind. Oder, ja, ich weiß auch nicht, aber ich habe es auf der Normalstation halt nicht so streng erlebt, die Aufsicht, wie auf der Intensivstation. Das ist meine persönliche Meinung. Wobei ich auch denke, dass wir die Patienten in gewisser Weise schützen müssen. Ja?
Ich sage jetzt nicht, dass du nicht gewissenhaft arbeitest, aber es kann auch sein, dass du in einen Fehler reinsteuerst, der dir gar nicht bewusst ist, und dementsprechend greift das Intensivpflegepersonal dann rechtzeitig dazwischen. Okay, etwas längeres Video. Wenn es dich gelangweilt hat, dann sorry, aber ich dachte mir, ich mache mal ein Video ohne Schnitte. Ja, ich kann nur sagen, genieß die Zeit auf der Intensivstation, hab Spaß, geh unvoreingenommen rein, freu dich darauf, du wirst extrem viel lernen. Und wenn es was für dich ist, dann bewirb dich auf der Intensivstation, auch nach der Ausbildung direkt, kann ich dir nur empfehlen. Ich weiß, da wirst du auch andere Meinungen hören, eben das Seine. Wenn du dir das zutraust, dann mach es. Und auch allen anderen würde ich sagen, habt einfach Spaß auf der Intensivpflege. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir das in die Kommentare. Ich wünsche euch einen ruhigen Dienst. Habt Spaß. Bis dann. Ciao.